Moin, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, whatever, wann ihr das auch immer guckt. Heute haben wir, was haben wir, Dienstag, den 7.6.2016. Ich bin mir nicht sicher, wann Minecraft Story Mode die nächste Episode rauskommt. Ich dachte, das ist gestern. Gestern gab es die aber noch nicht im deutschen PlayStation Store. Ich kann eigentlich direkt mal gucken, ob bei Telltale Block. Da steht es meistens, weil Europa bekommt es ja immer ein bisschen später. Das ist ja Telltale, ja. Launch Trailer, also das heißt, er ist von gestern. Wann kommt denn das Spiel? Oder wann kommt denn die Episode? So muss das ja sein. Tuesday. Ah, also heute. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. Auch für Europa rauszubringen. Die Frage ist, wann Tuesday? Ich gucke nachher mal, ob das Spiel schon draußen ist. Wenn ja, werde ich das heute wahrscheinlich noch aufnehmen und hochladen. Also willst du da mal weitergehen? Arrive June 7th. Das haben wir ja heute. Ja, die Frage ist halt wirklich, welche Uhrzeit? Entschuldigung. Weil meistens gehen sie ja nach der amerikanischen 7. Juni aus. Wahrscheinlich heute Abend irgendwann. Mal gucken. Ja. Egal. Ich habe ein paar Kommentare bekommen. Gucken wir mal rein. Ich erst mal auf meinen Kanal. Ich habe Preacher geguckt, die ersten zwei Folgen. Das ist schon geil. Das ist schon geil. das ist geil. Ich habe überlegt, soll ich auch einen Recap machen zu Preacher? Aber ich überleg's mir mal. Ich überleg's mir mal. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der das mit mir guckt. Der Preacher ist echt nicht schlecht. Ich bin am überlegen, mir auch die Comics jetzt durchzulesen. Weil die Comics sind wahrscheinlich auch nochmal einen Tick besser als die Serie. War es zumindest bei Walking Dead so. Jetzt will ich noch Outcast gucken. Vielleicht mache ich das nach dem Morning Talk hier. Je nachdem, wie Minecraft draußen ist, oder nicht? Keine Ahnung. Kommentare. Kann ich eigentlich da drauf gehen? Zack. Pausieren. Yes, danke. Nicht. Also die Bruderschaft ohne Banner ist in den Flusslanden. Mehr sage ich nicht, denn danach kommt ein Spoiler zu der Folge. Also diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich muss gucken, dass ich da nichts Falsches jetzt sage. Tyrion wird nicht sterben, weil Tyrion ist die Lieblingsfigur von George R. Martin. Und weiter lese ich nicht. Und irgendwie kann ich keine langen Texte mehr schreiben, weil es einfach nichts zum Schreiben gibt. Schreibt Puma HD. Ja. Du hast es ja gemerkt im Recap. Wir haben auch sehr viel nicht über Game of Thrones geredet. Also, keine Ahnung, das war wohl in der Folge so. Dann hat Film hat er noch was geschrieben, aber zu der Frage, was die White Walker denn gegen... Nein, weiter lese ich nicht. Ich lese es mal schnell. Okay, das ist wirklich Spoiler, also da sage ich gar nichts dazu. Das werde ich nachher mal kommentieren. Humble Bundle müsste es Neues geben. Da ist nämlich das Ubisoft. Ach ne, das läuft noch 9 Stunden. Okay. Läuft noch 9 Stunden. Da ist jetzt nichts dabei, weil ich sage, okay, das brauche ich. Ein Steam-Update ist verfügbar. Okay. Muss man mal gucken, ob es irgendwas noch gibt. Irgendwas Neues auf dieser Welt, was von Bedeutung wäre. Amazon, 10 Euro Rabatt bei 40 Euro Filmkauf. Kann man schon mal gucken. Das ist natürlich richtig geil. Final Fantasy 13, Final Fantasy 12, The Zodiac Age, ein HD Remaster, kommt für PS4. Es wurde Zeit, denn das Spiel, manche sagen, es ist scheiße, aber ich fand's richtig geil. Das Spiel war so gut. Ich hab's aber nie durchgezockt, weil es gerade zu der Zeit da kam kurz danach die PS3 raus. Danach habe ich es nie wieder gespielt. Deswegen
bin ich froh, dass es endlich rauskommt. Es dauert zwar noch bis nächstes Jahr, aber das ist ja egal. Okay, dann fangen wir mal an bei. Ja. 10 Euro Rabatt bei 40 Euro Filmkauf, das ist nicht schlecht. Kommt halt drauf an, was für Filme dabei sind. Meistens ist es ja nicht so tolles. Und was ich da jetzt so sehe, ist jetzt auch nicht so besonders, wo man sagt, okay, da gebe ich jetzt mal 40 Euro für aus. Na, keine Ahnung. FIFA 17, es wurde angekündigt. What? Hätte ich niemals gedacht. Interessiert keinen. Saints Row Macher kündigen Agents of Mayhem an. Was ist Agents of Mayhem? Wir gucken den Trailer gleich mal. Horizon gibt's auch einen neuen Trailer. Ui, es gibt ja sehr viele neue Trailer. 4 Stück. Die gucken wir jetzt mal. Die gucken wir zusammen an. Fangen wir bei dem hier an. So. Peggy 16. So. Ton. Da gibt es hier keinen Ton. Your whole life you've been searching. And the elders, they've been holding you back. Ja, gar nichts. The girl is a curse. She came from nowhere. She is no one. When they told me to raise you, I didn't ask questions. Why am I an outcast? Who was my mother? Meine Boxen gerade voll laut aufgedreht. Ich höre nichts. Push yourself. Aber laut beim Aufnahmeprogramm ist irgendwo Musik. Here in the valley, chasing a tribe has forbidden. Ihr habt Musik, ich sehe es, was da im Video Musik ist, aber ich höre nichts. You can help, or you can get out of my way. Then be. Ja, dann switchen wir mal durch. Das Spiel kommt an. Ah, fuck. Dann kommt's raus. I will see this through. Am 1.3.2017. Oh, die haben es verschoben, die Penner. PS4. Ja, das ist jetzt Musik? Hä? Wieso habe ich keine Musik? Ich kapier's nicht. Ja, dann bringt's nichts. Weil ich will sie auch sehen. Also zu Battlefield kam ein neuer Teaser, zu Watch Dogs 2 wurde angekündigt, jetzt offiziell. Und Saints Row Macher kündigen Agents of Mayhem an. Was auch immer. Ich gehe jetzt mal auf irgendein YouTube-Video, auf irgendeins. Das hier. Ich will Ton. Warum habe ich keinen Ton? Ah. Ich habe keinen Ton. Okay, ich habe keinen Ton. Sehr interessant. Guck ich gleich mal. Ich blick gerade überhaupt nicht durch. Egal. Bin jetzt so verwirrt, weil ich keinen Ton habe. Aber es funktioniert alles. Hier. Yeah. Ich hab Ton. Ich hab Ton. Das war voll laut. Naja. Weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt. Wenn nicht, dann mache ich Schluss. Ich habe frei heute. Juhu. Finde ich cool. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht streame ich Overwatch. Aber es kommt drauf an, uhrzeitmäßig, weil um 18 Uhr gehe ich weg. Da bin ich wahrscheinlich bis. Ich weiß gar nicht, wie lange ich weg bin. Deswegen. Ja. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, Preacher überlege ich mir ein Recap zu machen. Ich kann mal gucken eigentlich. Gibt's, machten das andere Leute auch? Preacher. Ups, falsch geschrieben. Preacher Recap. Ich meine, es machen Leute. Machen Leute. Kann man also schon mal überlegen, das zu machen. Aber
ich denke, ich weiß nicht, ob ich das allein auch so gut machen könnte, wie in, wie man es in Game of Thrones macht, der Timo nicht. Egal, ich werde jetzt aufhören, werde Outcast angucken, falls Minecraft noch nicht draußen ist. Dann werde ich, wenn Minecraft noch nicht draußen ist, werde ich essen, also frühstücken und Outcast gucken, das passt gerade. Und ja. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich gucke jetzt erstmal, was los ist mit meinem Ton. Ich starte den PC neu und dann geht's weiter. Also, haut rein. Tschüss.